Die Geschichte des SC Naumburg ist eigentlich noch taufrisch, kann man sagen. Denn seit 2015 arbeiten die Vorstände der Naumburger Sportvereinigung mit den damaligen Lokalrivalen Naumburger BC an einem gemeinsamen Verein. Am 24. März 2016 wurde das aktuelle Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt und ist dort auf eine breite Zustimmung gestoßen. Geeinigt hatte man sich da bereits schon auf den Namen SC Naumburg. Im Oktober 2016 wurde dann die Auflösung der beiden Altvereine beschlossen. Somit stand der Gründung des SC Naumburg zum Juli 2017 nichts mehr im Wege. Dass diese Fusion in die Geschichtsbücher eingehen würde, darüber waren sich alle beteiligten Mitglieder im Klaren. Denn zum einen ging eine 112-jährige Geschichte der 05er und die 97-jährige Geschichte der 20er zu Ende. Fast zwei Jahre später gibt es dann noch eine weitere tolle Verbesserung, nämlich das neue Vereinsheim. Wurde hergerichtet. Ja, die Baumaßnahmen, das war eigentlich ein langer Kampf. Damals noch vom Vorstand der Sportvereinigung Naumburg 05. Und zwar hat das Hochwasser uns da einen ziemlichen Streich gespielt. Heißt, die Sportstätte an sich wurde komplett überflutet, damit verbunden das damalige Vereinsheim, Umkleidekabinen etc. Alles, was damit zur Sportstätte gehört, wurde ja, halt verwüstet durch das damalige Hochwasser. Und im Anschluss hat der Vorstand des Naumburger, des Naumburg 05 lange Jahre gebraucht, um Fördergelder zu generieren für den Neubau des jetzigen Jugendzentrums SC Naumburg. Und da war federführender Herr Uli Klose, der damals Präsident war. Und das alles in Zusammenarbeit mit dem Stefan Rupp, Vorstandsmitglied, insgesamt der Vorstand. Der 05er hat damals sehr viele Anstrengungen, Nerven gelassen, um die Gelder zu beschaffen für den jetzigen Neubau des Sportlerheims. Und da sind wir natürlich als Rechtsnachfolger des Naumburger 05 und Naumburger Ballspielclubs sind wir natürlich sehr froh, dass die Anstrengungen damals in die Richtung gegangen sind. Und wir jetzt als neuer Verein, als SC Naumburg, da auch profitieren können, dürfen. Und ja, unsere Jugendlichen haben sehr viel Spaß in dem neuen Vereinsheim. Wir sind jetzt dabei, dass wir auch in dem Vereinsheim drin für die Jugendlichen ein zweites Zuhause schaffen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie ihre, neben dem Fußballerischen natürlich auch ihre Freizeit verbringen können, dürfen, auch sollen, zusammen mit den Eltern. Ja, das ist der momentane Stand. Im Moment laufen noch die letzten Arbeiten im Außenbereich. Dass man nicht mal eben anfängt zu bauen und es am nächsten Tag gleich fertig ist, das ist wohl jedem bewusst, der schon einmal ein Bauprojekt angefangen hat. Im September 2016 war der Spatenstich und wie es bei Baumaßnahmen so üblich ist, kann da auch schon mal was nicht so glatt laufen. Lief alles mehr oder weniger reibungslos, sage ich jetzt mal. Natürlich bei solchen großen Projekten ist es so nicht mal ganz so einfach. Auch für uns als ehrenamtlich geführter Verein immer die zeitlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um ansprechbar zu sein, um Begehung zu machen etc. Aber im Nachgang sind wir da froh, dass wir da auch sehr viel Unterstützung seitens der Stadt hatten und ja, alle Mitglieder da auch uns unterstützt haben. Der Neubau wurde notwendig durch die Flut 2013. Wir wollten wissen, was alles dadurch neu geschaffen wurde. Also es ist ein kompletter Neubau von Grund auf. Das beinhaltet, wenn man jetzt ja, von vorne anfängt, eine Wanne, die gegossen wurde, eine hochwasserfeste Wanne, damit inbegriffen auch ein Hochwasserschutt, dass halt Elementarschäden, die dann durch Hochwasser passieren könnten, ausgeschlossen werden. Wir hoffen natürlich, dass es erstmal gar nicht zu dem Fall kommt, dass man nochmal in der Richtung so stark betroffen sein werden als Verein. Ausbaukabinen. Wir haben jetzt vier Kabinen für die Jugendlichen unten geschaffen. Einen kleinen Aufenthaltsraum, Sanitäranlagen, Duschen, alles komplett. Was halt in einem Neubau dann auch nach den Rahmenbedingungen, die erfüllt sein müssen, gesetzlich. Das heißt, behindertengerechte Toiletten sind damit inbegriffen.
halt alles komplett neu strukturiert und aufgebaut. Ja. Und die Verbesserungen sind erheblich. Also da kann man wirklich sagen, dass es ja, 100%ige Verbesserung der Trainingsbedingungen, der Trainingsmöglichkeiten war, weil ganz einfach durch das Hochwasser wurde die damalige Baracke noch teilweise genutzt, wo natürlich die hygienischen Umstände nicht so waren, wo wir als Verein zufrieden gewesen wären oder waren. Dann auch bauliche Mängel, Sicherheitsmängel, das war schon alles grenzwertig. Das ist natürlich in dem neuen Heim jetzt nicht mehr so. Die Jungs fühlen sich wohl, beziehungsweise auch Mädchen, logischerweise. Und ja, sie sind, wie gesagt, in ihrem zweiten Zuhause angekommen, nutzen das jetzt schon im fast vollen Umfang, bis die Außenarbeiten jedenfalls abgeschlossen sind. Und ja, wir haben nur positive Feedbacks bekommen aus den einzelnen Mannschaften, aus den einzelnen Teilen von den Trainern auch. Und sind natürlich auch als Verein sind wir da natürlich auch hinterher, dass es auch so bleibt in Zukunft. Ja. Also es bedarf da sicherlich auch durch die einzelnen Mitglieder, Trainer eine gewisse Sensibilisierung, dass alles auch geschätzt und gewahrt wird, so wie es ist. Weil es dann halt auch für einen Verein Gelder sind, die dann eventuell gebraucht werden würden, um das alles wieder herzurichten, zu sanieren oder was man sicherlich für sportliche Dinge dann eher oder besser einsetzen würden. Die Trainingsmöglichkeiten sind also gegeben. So bleibt uns nur noch dem SC Naumburg eine erfolgreiche Saison zu wünschen.